Doch nicht Doskozil, sondern Babla. Und die Bilder vom Diversity Ball jetzt im Magazin. Und damit willkommen zum Kurier-TV-Magazin. Zu früh gefreut, Hans-Peter Doskozil ist doch nicht neuer SPÖ-Chef. Das ist heute Nachmittag bekannt geworden. Am Parteitag am Samstag sind offenbar die Stimmen vertauscht worden, beziehungsweise das Ergebnis der Stimmen, der Stimmauszählung. Das bedeutet, Andreas Babler, der Dreiskirchner Bürgermeister, ist neuer SPÖ-Chef. Die Aufruhr in der Partei, die ist natürlich gewaltig. Aktuelle Reaktionen und Entwicklungen zu diesem Fall lesen Sie im Live-Ticker bei uns auf kurier.at. Am vergangenen Samstag ist groß gefeiert worden im Wiener Rathaus. Unter dem Motto In Love We Trust ist der Diversity-Ball über die Bühne gegangen. Kathi Hierhacker hat sich für uns unter das Partyvolk gemischt. Was gibt es Schöneres als die Liebe zu feiern? Tauchen Sie ein in eine bunte und berauschende Ballnacht. Diversity Ball heuer erstmals im Rathaus. Wie fühlt sich das für Sie an? Wie ist die Stimmung? Ganz, ganz, ganz großartig. Also ich freue mich sehr. Ich wollte immer ins Wiener Rathaus, weil ich finde, Wien ist eine so diverse, einmalige Stadt und dieses Rathaus ist offen für diese Menschen. Und deswegen wollte ich immer hierher ins Rathaus und ich finde es das großartig, dass wir das heute dürfen. Dort, wo Politik am Montag wieder Vielfalt melden soll, lassen wir ganz viel Spirit hier, damit es noch besser gelingt. Was bedeutet Ihnen persönlich der Begriff Diversität? Das bedeutet mir ganz viel, weil ich komme eigentlich aus dem gehörlosen Bereich. Ich habe ein Erwachsenenbildungsinstitut gegründet und Gebärdensprache war damals noch nicht anerkannt. Und ich wollte diese Gebärdensprache mitten in unserer Gesellschaft, auch in die Society-Gesellschaft bringen. Ich moderiere gemeinsam mit dem Markus Freistetter und mit der Mira Award. Wir moderieren zu dritt und die Aufregung steigt, ein bisschen nervös, aber Nervosität ist immer dabei, das gehört aber auch. Das Fest wurde so barrierefrei wie möglich gestaltet. So gab es 60 Tickets für Rollstuhlnutzer. Auch das Programm stand ganz im Zeichen des Mottos. Programmhefte und Getränkekarten wurden in Brailleschrift übersetzt. Auch einen DevSpace und eine Dunkelbar gab es. Persönliche Assistenten und sogenannte Kommunikationsengel vermittelten zwischen hörenden und gehörlosen Ballbesuchern. Für die künstlerische Leitung verantwortlich zeichnete DJ Mel Merio. Man muss natürlich die Vielfalt widerspiegeln, das ist ganz, ganz wichtig. Der Frauenanteil ist auch groß, natürlich der LGBTQIA+-Community. Die Vielfalt muss natürlich auch musikalisch abgedeckt sein, darum haben wir sozusagen unseren World Music Floor. Ja. Also ja, wie gesagt, Diversität, Vielfalt muss sich widerspiegeln, das ist aber nicht schwer, weil Musik ist da eine wunderbare Plattform. Hauptacts des Abends waren Virginia Ernst und Alle Achtung. Wir singen Ich will nur, dass du glücklich bist und das soll als Botschaft gelten für jeden Menschen. Also ich glaube, wir verstehen uns als Band so, dass jeder Mensch ein Grundrecht darauf hat, glücklich zu sein. Und es ist völlig egal, ob das ein Mensch mit einer Beeinträchtigung, ob das welcher Herkunft oder welcher geschlechtlichen Identität, ist völlig wurscht. Und von dem her, es geht um den Mensch und deswegen, das unterstützen wir zu 100%. Eigentlich sollte es das ganze Jahr so sein und nicht nur in einem Monat gepackt, sondern es sollte jeden Tag eigentlich Diversität, Vielfalt sollte es eigentlich geben. Deshalb ist mir wichtig, dass ich da mit dabei bin und ich freue mich, jedes Jahr dabei sein zu dürfen. Auf welche Songs dürfen wir uns heute von dir freuen? Darf man das schon verraten? Ja, nämlich meine allererste Premiere, sage ich jetzt, eine deutschsprachige Single, So wie du willst, ist letzte Woche rausgekommen. Und ich bin schon mega nervös, ich habe noch nie auf der Bühne Deutsch gesungen, noch nie. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie. Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Lied. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie. Unter den Stars und Sternchen ist das Bewusstsein für Diversität angekommen. Diversität ist für mich eine Gerechtigkeit eigentlich. Das ist schon leiwand, der Diversity Ball, wo du konfrontiert bist mit deinen schwulen Freunden. Dann sind Schwerstbehinderte, wo du nicht davonrennen kannst und wegschauen. Und das ist
großartig. Diversität bedeutet für mich, sich in seiner Identität ganz frei zu machen und sich da ganz laut und proud auszuleben. Genau. Diversity, finde ich, umschreibt einfach im Endeffekt die gesamte Menschheit. Jetzt ist er im Rathaus in Wien angekommen. Die Schirmherrschaft hat der Bürgermeister Ludwig übernommen, was einfach ein Next Level bedeutet, auch in der Wahrnehmung, weil es im Endeffekt bedeutet, nicht Krieg zu führen, sondern Leute zusammenzuführen. Seitens der Politik gibt es eine klare Botschaft. Ich bin unter anderem deshalb hier, das ist die Botschaft, um die es auch geht. Und weil es um Vielfalt geht, um Gleichstellung geht, um Toleranz auch geht. Und ich finde es großartig, dass dieser Ball heute im Rathaus stattfindet. Das ist auch ein Zeichen, ein Signal nach außen. Danke an die Stadt Wien dafür. Das Motto Sehen und gesehen werden wurde natürlich auch an diesem Abend wieder sehr ernst genommen. Dabei wurde beim Dresscode dazu aufgerufen, auf Nachhaltigkeit zu achten. Nachhaltigkeit ist wirklich gegeben, weil ich habe den Stoff eigentlich für ein Event gekauft, was ich im April hatte und habe ihn dann aber nie vernäht und jetzt habe ich ihn für das Event vernäht. Und warum der Schnitt? Weil es einfach luftig ist und mir eh immer heiß ist und insofern habe ich mir gedacht, ich gehe à la J-Lo, very sexy. Und es ist auch sehr schön und passt ja auch sehr gut. Danke vielmals. Dankeschön. Schaut toll aus. Bei Ihnen, Frau Lichter, wie schaut es aus mit dem Thema Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit sehr gerne. Das ist ein Teil, das eigentlich schon nicht neu ist. Aber ich finde, es passt zum heutigen Anlass. Too glam, to give a damn ist genau das, was ich mir denke. Beim ersten Live-Ball wurde das für mich geschneidert. Aus einem Teppich vom Brunnenmarkt hat mir die Josefstadt, das Theater in der Josefstadt, dieses Kostüm geschneidert mit Jesus mit stechenden Augen und das musste wieder mal ausgelüftet werden. Ich liebe es. Einer der Höhepunkte war die Verleihung der Love More Awards. In 8 Kategorien wurden Personen ausgezeichnet, die im Diversity-Bereich besonderes Engagement gezeigt haben. Das bedeutendste Motto unserer Zeit wurde für eine Nacht zur gelebten Wirklichkeit. Über 3000 Ballbesucherinnen und Besucher haben gezeigt, wie es gehen kann. Der Reinerlös des Diversity-Balls fließt zur Gänze in die Vereinsarbeit zur Inklusion gehörloser Menschen. Ein Ehrenzeichen der Republik verliehen zu bekommen, das ist etwas ganz Besonderes. Aber Ehrenzeichen sollen künftig auch aberkannt werden dürfen. Eine Reform ist am Montag verkündet worden. Die Reform der Ehrenzeichen soll Klarheit schaffen, bei Verleihungen als auch bei Aberkennungen, auch posthum. Damit will die Regierung verhindern, dass sich Nationalsozialisten mit dem Zeichen um Verdienste der Republik schmücken durften. Denn jene, die, wie man gerne sagt, vielleicht auch nur vom Schreibtisch aus hier dem Rassenwahn die scheinbar intellektuelle Unterbauwürdigkeit gegeben haben, haben auch Grundstein zu Verfolgung und Mord und Massenmord mitgelegt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns noch einmal damit auseinandersetzen und hier einiges lösen. Heute ist es nämlich die Verantwortung, daran zu erinnern und vor allem, wie ausgeführt, dem Vergessen Einhalt zu gebieten. Das hat damit was zu tun, dass wir dann umso glaubwürdiger in der Gegenwart gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass auftreten und aufstehen können. Die derzeitigen 3 Ehrenzeichengesetze sollen in einem Gesetz zusammengeführt werden und für mehr rechtliche Möglichkeiten sorgen. Bei einer Aberkennung muss allerdings ein klarer Tatbestand vorliegen, wenn die Person eine führende Rolle in der NSDAP oder angeschlossenen Organisationen innehatte und sich aktiv an den NS-Verbrechen beteiligte. Für die Aberkennung wird ein eigener Beirat im Bundeskanzleramt eingerichtet. Das Gesetz geht bis 17. Juli in Begutachtung. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, der jetzt schon im Raum stünde, wo es um eine Aberkennung dann geht. Es gab ja bei anderen Ehrenzeichen, also nicht für Verdienste um die Republik, bereits Aberkennung. Ich darf nennen das berühmte Beispiel des NS-Arztes Heinrich Groß. Dem ist 2003 das Ehrenkreuz erster Klasse aberkannt worden.
das ist schon länger jetzt her, aber in dem Bereich hatten wir diese Aberkennungsmöglichkeit bei Personen, die noch nicht verstorben waren, bisher schon. Jetzt dehnen wir es eben auch auf die anderen drei genannten Klassen. Aber ob dann Fälle aufkommen oder nicht, das wird die Zukunft zeigen. Die Möglichkeit der Aberkennung der Ehrenzeichen wird bereits seit längerem unter anderem von SPÖ und den NEOS gefordert. In Weine-Winzerwege entführen wir Sie am Montag immer wieder in die schönsten Weinanbaugebiete. Heute Abend geht es ins niederösterreichische Weinviertel. Weinviertel ist einmal Wein. So viele junge, engagierte Winzer, die Vollgas geben. Grüner Veltliner. Die Weite. Gut. Der Wein. Innovativ. Trinkanimierend. Aufstrebend. Genussvolle Gelassenheit. Prost. Das Weinviertel. Es erstreckt sich von der Donau im Süden bis zur tschechischen Grenze im Norden, vom Mannertsberg im Westen bis zur slowakischen Grenze im Osten und ist somit das größte spezifische Weinbaugebiet Ostösterreichs. Mit rund 13.400 Hektar ist das Weinviertel nicht nur jedem österreichischen Weinfreund ein Begriff, auch international kennt und schätzt man jene Sorten, die in ihm aufgrund seiner einzigartigen Lage ihren Ursprung haben. Allen voran der grüne Veltliner. Ein junger Winzer, Roman Pfaffel, bricht allerdings mit der Tradition des Weißen. In erster Linie mal durch die Rotweinbetriebe, bei denen ich gearbeitet habe, mein Praktikum im Burgenland und in Südtirol. Die waren doch eher mehr fokussiert auf Rot. Ein zweiter Punkt ist, dass ich einfach unglaublich gern Rotwein trinke und ich immer der Überzeugung war, dass auch unsere Gegend für Rotwein ein irrsinniges Potenzial hat. Wenn man sich nur anschaut, die Sorte St. Laurent kommt auch ursprünglich aus der Wiener Region. Das Stiftkloster Neuburg hat es nach Österreich hat die Sorte eigentlich gebracht und hat dadurch auch ihre Heimat rund um Wien. Und dementsprechend ist das auch unsere rote Hauptsorte und auf die habe ich mich die letzten Jahre massiv fokussiert. Das Weinviertel kann dem pannonischen Klima zugeordnet werden. Das bedeutet heiße Sommer, kalte Winter und insgesamt sehr wenig Niederschlag. Die ganze Folge sehen Sie heute Abend bei uns um 20.15 Uhr. Unbeständig sind wir heute in die neue Woche gestartet. Bewölkt war auch der Himmel über dem Wiener Volksgarten und damit gleich zu den Wetteraussichten für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Am Dienstag bleibt es weiter regnerisch mit maximal 22 Grad. Am Nachmittag kann sich gelegentlich ein bisschen die Sonne zeigen. Am Mittwoch etwas wärmer, bis zu 24 Grad sind es dann wieder möglich. Außerdem wird es freundlicher, einzelne Schauer und Gewitter sind aber weiter möglich. Morgen Dienstag, da sind wir zu Gast bei den Vienna Vikings und wir kicken dort ein paar Bälle. Machen Sie es gut, bis morgen.